Hallo, mein Name ist Gina Maria Jakob. Ich bin 16 Jahre alt und lebe schon seit meiner Geburt in dem schönen Dörfchen Wohlhausen, einem Ortsteil von Meikneukirchen. Wie ihr sehen könnt, ist meine Familie sehr natur- und tierverbunden, was auch unter meine Hobbys fällt. Der Grund dafür ist mein Papa, denn er führt in der zweiten Generation ein Forstunternehmen. Ihr kennt uns bestimmt vom regional schönsten Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsbaum-Erlebniswelt. Ich persönlich liebe Weihnachten, aber es bedeutet gleichzeitig auch Stress für mich, denn ich helfe jedes Wochenende hiermit aus. Hier war ich bis zu meinem 6. Lebensjahr und danach besuchte ich die Grundschule in Meikneukirchen. Im schönen Erlbach begann meine schulische Ausbildung. Ich liebte die Grundschulzeit. Jede Pause stürmten wir aus unseren Klassenzimmern und nutzten die Zeit zum Spielen. Seit 2010 besuche ich das Gymnasium Meikneukirchen, was ziemlich im Stadtkern liegt. Was ihr hier seht, ist unsere neue Kunstgalerie. In der ersten Etage befinden sich drei Kunsträume und in der zweiten Etage eine Galerie. Unser Gymnasium ist auch für seine vielen Musicals bekannt, die auch beim Publikum für viel Freude sorgen. Die Musikhalle ist die größte und modernste Kultureinrichtung des Obervogtländischen Musikwinkels. Sie wurde 1995 eröffnet und ist somit schon seit 19 Jahren ein Bestandteil der Stadt Meikneukirchen. Unter anderem finden hier jedes Jahr im Mai die internationalen Musiktage statt. Außerdem besitzt die Stadt Meikneukirchen ein eigenes Musikinstrumentenmuseum, worauf wir sehr stolz sind. Hier findet man über 1000 Musikinstrumente aus aller Welt. Die Ausstellung des Musikinstrumentenmuseums gibt es schon seit 1942. Alle Instrumente eines Orchesters außer Klavier und Flügel werden in Meikneukirchen gebaut. In meiner Stadt gibt es natürlich auch Eigenbetriebe, die ihre Musikinstrumente selbst herstellen. Kleinere Betriebe gibt es in ganz Meikneukirchen, aber die größeren findet man hauptsächlich im Gewerbegebiet Wohlhausen-Meikneukirchen. Das ist unter anderem ein Grund, warum viele junge Familien in Meikneukirchen bleiben. Dann fragen wir doch den Bürgermeister einmal, wie viele Gewerbetreibende es in Meikneukirchen gibt und welche Möglichkeiten er sieht, sich die jungen Leute in der Stadt zu halten. Zur ersten Frage, wie viele wir Betriebe in unserer Stadt haben. Das sind etwa 110 Betriebe, die Musikinstrumente herstellen, darunter auch namhafte Firmen, die weltweit agieren. Darüber sind wir stolz. Und etwa noch 90 Betriebe, die anderweitig in anderen Produktionsspektren unterwegs sind. Zur Frage, wie halte ich die Jugendlichen? Wir haben ein Jugendparlament gegründet, in dem wir uns ganz bewusst mit der Demografie, junge Leute zu halten, auseinandersetzen. Wir haben noch ein Kino, auch ein Novum für eine solche Kleinstadt wie Meikneukirchen ist. Und wir haben im vergangenen Jahr angefangen, unser Schwimmbad, das traditionelle Schwimmbad, wieder aufzubauen, wieder zu eröffnen in diesem Sommer, in der Hoffnung, dass junge Leute dann dort ihre Freizeit verbringen können.
Das ist ein super Stichwort, Herr Bürgermeister. Und auf geht's ins Schwimmbad. Na dann macht mal los. Zurzeit wird hier noch kräftig gewerkelt, denn das Schwimmbad wird im Juli neu eröffnet. Das Schwimmbad gibt es seit 1908 und 2007 war ich das erste Mal hier. Verabschieden möchte ich mich von einem der schönsten Aussichtspunkte meiner Stadt Magnitkirchen. Vielleicht hat euch der Beitrag über meine Stadt gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Tina.